London, 1917. Bevor er an die Front in Flandern zurückkehrt, schreibt ein australischer Soldat an seine Frau: Meine Liebe, meine einzige Liebe, ich bin so mutlos heute Abend. Es macht mich traurig, dass du das Foto nicht geschickt hast. Du weißt, wie die Dinge stehen. Wir sind hier, um unsere Pflicht zu tun. Und sollte ich fallen, musst du Gott danken, dass er mich meine erfüllen ließ. Krieg entsteht aus dem Zorn der Menschen. Er jagt ihnen Angst ein, bereitet ihnen die Hölle auf Erden, lässt sie wüten bis zum Ende und die Erlösung herbeisehnen. Herbst 1917. Die Welt führt Krieg. Die USA haben sich mit Großbritannien, Frankreich, Belgien, Russland, Japan und Italien verbündet. Italien will die Städte Trient und Triest erobern, die zu Österreich-Ungarn gehören. In den Alpen herrschen extreme Bedingungen. Die meisten der italienischen Soldaten sind Bauern. Einige sind Arbeiter. Ihr oberster Kommandeur, Generalstabschef Luigi Cadorna, führt ein gnadenloses Regiment. Er lässt Offiziere exekutieren, die ihren Einheiten den Rückzug befohlen haben. Zur Abschreckung. Aber nicht nur sie. Insgesamt werden 750 Soldaten hingerichtet. Ein trauriger Rekord im Ersten Weltkrieg. Tag für Tag müssen die Soldaten Unfassbares leisten. Ihre Kanonen schleppen sie auf bis zu 3000 Meter hohe Berge. Die italienische Front im sogenannten Gebirgskrieg erstreckt sich 1917 quer durch die Alpen über 600 Kilometer Luftlinie. Von ihren Stellungen aus feuern die Italiener auf die Österreicher. Wie in ganz Europa wird der Krieg auch in den Alpen mit Stacheldraht und aus Schützengräben herausgeführt. Der Unterschied: die Gräben bestehen hier aus Schnee und Eis. Mit ihren Bajonetten schnitzen die Soldaten Kreuze und Altäre für den Feldgottesdienst und hoffen auf Beistand von ganz oben. Immer wieder greifen die Italiener an. Noch können die zahlenmäßig unterlegenen Österreicher die Stellung halten, aber sie brauchen dringend Verstärkung vom Deutschen Kaiserreich. 24. Oktober 1917. Die deutschen Truppen treffen ein. Mit dabei ist der Leutnant und spätere Feldmarschall Erwin Rommel, damals 26 Jahre alt. Er und seine Männer schleichen sich hinter die italienischen Linien. Er sagt: Je tiefer wir ins Feindesland vordringen, desto weniger rechnen sie damit und desto einfacher gewinnen wir die Schlacht. Rommel macht viele Gefangene. Es ist der Anfang vom Ende der italienischen Front. Aus den Bergen kommend durchbrechen deutsche und österreichische Truppen die Front. In der Stadt Caporetto bringen sie den Italienern eine vernichtende Niederlage bei. In 10 Tagen rücken sie fast 100 Kilometer vor. Anfang November 1917. Die Angreifer überrollen, was von der italienischen Armee übrig geblieben ist.
275.000 italienische Soldaten kapitulieren. Viele rufen, unser Feind ist Cadorna, nicht Österreich. Generalstabschef Cadorna dagegen wirft der eigenen Armee mangelnden Widerstand vor. Kurz darauf wird ihm der Oberbefehl entzogen. Das Massaker von Caporetto hinterließ auch bei dem amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway tiefe Spuren. Er hatte sich beim Kriegseintritt der USA 1917 freiwillig als Fahrer für das Rote Kreuz gemeldet. 12 Jahre später verarbeitet er die Eindrücke, die er mit 19 Jahren gesammelt hat, in dem Roman In einem anderen Land. Er schreibt: Mich beschämten immer Worte wie heilig, ruhmreich und Opfer. Bei Opfer musste ich an die Schlachthöfe in Chicago denken, wenn das Fleisch zu nichts benutzt, sondern begraben wurde. Es gab viele Worte, die man nicht mit anhören konnte, und schließlich hatten nur noch Ortsnamen Würde. Abstrakte Worte wie Ruhm, Ehre, Mut oder heilig waren obszön. Nach der Schmach von Caporetto werden in der italienischen Bevölkerung Stimmen gegen den Krieg laut. Die Verbündeten befürchten schon, Italien könne sich aus der Allianz der alliierten Mächte zurückziehen. Am 15. November 1917 beschließen sie, Verstärkung zu schicken. Die Truppen werden stürmisch begrüßt. 100.000 französische und britische Soldaten sollen den deutsch-österreichischen Vormarsch auf Venedig stoppen. Die französische Luftwaffe schickt ein Geschwader. Zwischen den Einsätzen genießen die Piloten die Schönheit der Lagunenstadt. Nach heftigen Kämpfen stoppen die Alliierten die Österreicher und nehmen zahlreiche Gefangene. Die unterlegenen Soldaten stammen aus allen Ecken des Österreich-Ungarischen Reiches. Sie haben den Krieg endgültig satt. Meuterei liegt in der Luft. Ihr Kaiser Karl I. trifft sich mit Kaiser Wilhelm II. Sie reisen an die Front, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Karl I. fürchtet eine Revolte. Sein Ziel ist ein schneller Frieden. Er will verhandeln, anders als Wilhelm II. Der träumt immer noch vom großen Sieg. Der deutsche Kaiser sagt, nach dem Krieg beabsichtige ich, ein Abkommen zu schließen, erst mit Frankreich und dann mit ganz Europa. Danach werde ich den wahren Krieg führen, gegen England. Wilhelms Generäle wollen den Sieg erzwingen, bevor die frischen amerikanischen Truppen voll einsatzbereit sind. Dafür wäre es ratsam, den Krieg mit Russland zu beenden. So könnten deutsche Truppen von der Ost- an die Westfront verlegt werden. Mit diesem Hintergedanken hatte General Ludendorff, der starke Mann des deutschen Kaiserreichs, schon Monate zuvor eine Geheimwaffe in Position gebracht. Den russischen Revolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin. Der 47-jährige Jurist hat den Krieg bisher im Schweizer Exil verbracht. In seinen Schriften ruft er schon lange zur Machtübernahme durch die Kommunisten auf. Als Russland auch nach dem Sturz des Zaren im Februar 1917 weiterkämpft, beschließen die Deutschen zu handeln. Im April bringen sie Lenin in einem versiegelten Zug nach Russland und unterstützen ihn finanziell. Ludendorff hält nichts von Lenins kommunistischer Doktrin, aber der Revolutionär verspricht, den Krieg zu beenden, wenn er einmal an der Macht ist. Der Plan der Deutschen geht so: Die Kommunisten sollen die provisorische Regierung stürzen und dann einen Separatfrieden mit Deutschland schließen. Danach soll die Unterstützung für die Bolschewiki enden. Russland und seine Bevölkerung sind vom Krieg gezeichnet. Die Menschen hungern, die Armee ist am Ende. Lenin verspricht den Massen Frieden, Freiheit, Land und Brot.
Er beschuldigt die provisorische Regierung, das imperialistische Abschlachten in die Länge zu ziehen. Am 7. November 1917, im russischen Kalender der 25. Oktober, führt Lenin den Umsturz an, der als Oktoberrevolution in die Geschichte eingeht. Die Mitglieder der Übergangsregierung werden festgenommen und durch ein sozialistisches Regime unter Lenin ersetzt. Gut ein Jahrzehnt zuvor, während der russischen Revolution von 1905, hatte Lenin geschrieben, Terror sei ein Instrument der gesellschaftlichen Hygiene. Diese politische Haltung wird auch die Zarenfamilie nicht überleben, die sich in Gefangenschaft der Bolschewiki befindet. Nikolaus II., seine Frau und 5 Kinder werden 1918 von den Kommunisten exekutiert. Als Symbolfiguren für das russische Zarenreich. Ein halbes Jahr vor der Bluttat. Am 15. Dezember 1917 verlassen deutsche und russische Soldaten ihre Schützengräben, steigen über den Stacheldraht und verbrüdern sich. Die neue Regierung in Moskau hat eine Waffenstillstandsvereinbarung unterzeichnet und verhandelt mit den Mittelmächten, angeführt von den Deutschen. Lenin sieht es pragmatisch und spricht von einem Kompromiss mit den Banditen des deutschen Imperialismus. In Brest-Litowsk, an einem Bahnhof gut 100 Kilometer von Warschau entfernt, beginnen am 22. Dezember 1917 die Friedensverhandlungen. Die Deutschen heißen die Kommunisten spöttisch willkommen. Lenins Abgesandte wissen genau, welche territorialen Zugeständnisse man ihnen abnötigen wird. Für Lenin sind die massiven Verluste unumgänglich. Er will Zeit gewinnen, um die Revolution zu festigen. Denn in Russland droht jetzt ein Bürgerkrieg mit den Weißen, den zarentreuen Truppen. Die Kommunisten ziehen die Verhandlungen hinaus, solange es geht. Sie setzen darauf, dass die Revolution auch andere Länder erfassen wird. 3 Monate lang verhandeln sie mit ihren Gegnern aus Deutschland, Österreich-Ungarn, dem Osmanischen Reich und Bulgarien, die allesamt Ansprüche geltend machen. Als das Deutsche Reich droht, die Kampfhandlungen wieder aufzunehmen, befiehlt Lenin seinem Vertrauten Leo Trotzki, in allen Punkten nachzugeben. Am 3. März 1918 wird der Friedensvertrag unterzeichnet. Russland verliert über 1,4 Millionen Quadratkilometer seines Territoriums sowie ein Drittel seiner Bevölkerung, vom Baltikum über Polen, das unabhängig wird, bis zur Ukraine, welche aber bald in den russischen Bürgerkrieg hineingezogen wird. Ludendorffs Plan ist aufgegangen. Er kann große Teile seiner Armee an die Westfront verlegen. Für Deutschland hat sich das Blatt gewendet. Während die deutsche Bevölkerung zu Hause hungert, zieht das Kaiserreich im März 1918 3,5 Millionen erschöpfte Soldaten an der Westfront zusammen. Damit sind sie der französisch-englischen Streitmacht zahlenmäßig leicht überlegen. Die oberste Heeresleitung will mit einer groß angelegten Frühjahrsoffensive schnell zuschlagen, um die Franzosen und Briten mit einer Serie von Angriffen entlang der gesamten Westfront zu überwältigen. Denn sie wissen, die Zeit wird knapp. Ludendorff drängt. Wir müssen zuschlagen, ehe die Amerikaner starke Kräfte in die Waagschale werfen. Am 21. März 1918 greifen 71 Divisionen mit massiver Artillerie- und Fliegerunterstützung an. Stoßtruppen sollen auf einer Breite von 70 Kilometern die Front durchbrechen. Ziel ist es, die englischen Truppen von den französischen zu trennen und bis zum Kanal zurückzudrängen. So soll Bewegung in den festgefahrenen Stellungskrieg kommen. Zum ersten Mal seit Beginn der Grabenkämpfe bröckelt die alliierte Front.
Nur drei Tage später stehen die deutschen Truppen 120 Kilometer vor Paris. 24. März 1918, Palmsonntag. In ihrem Garten in L'Étang-la-Ville drehen die Ferraris einen heiteren Familienfilm. Monsieur Ferrari hält ein weiteres Vorrücken der Deutschen für ausgeschlossen. Dennoch lebt die Pariser Bevölkerung seit einem halben Jahr mit der Angst vor deutschen Flugzeugen, den zweimotorigen Gothas. Die strategischen Bomber lösen die Zeppeline ab, die London und Paris in Angst und Schrecken versetzt haben. Trotz Fliegeralarms und Luftschutzbunkern sterben in Paris 200 Menschen durch deutsche Bombenabwürfe. Die französische Armee will 25 Kilometer vor Paris eine Attrappe der Hauptstadt errichten, um die Bomber in die Irre zu führen. Solche Täuschungsmanöver kommen nun überall zum Einsatz. Kanonenattrappen, Schienenattrappen, Baumattrappen. Sogar Künstler werden beauftragt, militärisches Gerät mit Tarnfarben zu bemalen. Eine neue Industrie entsteht, um Stellungen und schwere Waffen vor feindlicher Luftaufklärung zu verbergen. Die Tarnnetzproduktion. Viele Frauen kommen zum Einsatz, um den deutschen Fliegern ein Schnippchen zu schlagen. Am 29. März 1918 sind am Himmel über Paris keine Flugzeuge zu sehen. Aber die Kirche von Saint-Gervais liegt in Trümmern. Ein Granatentreffer mit 91 Toten und 68 Verletzten. Eine Granate? Aber wie ist das möglich? Die Pariser geraten in Panik und schicken ihre Kinder aufs Land. Die deutschen Truppen sind 120 Kilometer von Paris entfernt und ihre größten Geschütze haben eine Reichweite von höchstens 30 Kilometern. Diese Kanone ist aber tatsächlich 120 Kilometer weit weg. Es ist die Geheimwaffe des Kaisers, ein Ungeheuer mit drei aneinander geschweißten Rohren, das sogenannte Paris-Geschütz. Die Franzosen nennen es die dicke Bertha, vermutlich nach der Krupp-Chefin Bertha Krupp. Im Norden helfen kanadische und australische Truppen, Zivilisten zu evakuieren. Die Lage ist so ernst, dass Briten, Franzosen und Belgier beschließen, ihre Streitkräfte zusammenzulegen. Marschall Pétain genießt großes Ansehen, aber Frankreichs Premierminister Georges Clemenceau, genannt der Tiger, hält ihn für zu zaghaft. Denn er zögert, mit seinen Truppen gegen die Deutschen vorzustoßen. Pétain ist bekannt für den Ausspruch: Ich warte, bis die Panzer und die Amerikaner hier sind. Am 14. April 1918 verständigen sich die Alliierten auf einen gemeinsamen Oberbefehlshaber, den 66-jährigen General Ferdinand Foch. Er erklärt, der Sieg ist eine Frage des Willens. Sein Stellvertreter General Weygand streckt den Fotografen die Zunge raus. Im Zweiten Weltkrieg wird er als Kommandant der französischen Armee eine umstrittene Rolle spielen. Foch besucht das amerikanische Hauptquartier östlich von Paris und bittet General Pershing um US-Soldaten. Pershing lehnt vorerst ab. Es ist ein hitziges Treffen. Sie lächeln nur für die Kameras. Pershing erklärt, seine Truppen seien frühestens 1919 voll einsatzbereit. Foch ist außer sich. Er fragt den Amerikaner, ob er tatsächlich riskieren wolle, dass Frankreich und Großbritannien zurückgedrängt werden. Pershing bejaht vorerst. Sein festes Ziel ist es, dass amerikanische Soldaten nur unter US-Führung kämpfen sollen. Auch möchte er eine neue Art der Kriegsführung ausprobieren. Weg vom Stellungskrieg hin zum Bewegungskrieg auf dem Boden und in der Luft.
Einer seiner Piloten, General Billy Mitchell, gilt als Urvater der US Air Force. Kampfflieger auf allen Seiten sind die neuen Helden. Sie zieren die Titelseiten der Zeitungen und geben dem Publikum Hoffnung. Mit 26 Abschüssen wird Pershings persönlicher Chauffeur, der ehemalige Rennfahrer Eddie Rickenbacker, der erfolgreichste Jagdflieger der USA. Sein Credo lautet: Mut bedeutet, das zu tun, wovor man Angst hat. Er überlebt die gefährlichen Luftkämpfe. Georges Guynemer dagegen, mit 53 Abschüssen einer der berühmtesten französischen Piloten, stirbt im Luftkampf. Andere Fliegerasse schreiben Geschichte, wie der Franzose René Fonck mit 75 Abschüssen. Und der Kanadier Billy Bishop mit 72. Ihr berühmtester Gegenspieler ist der deutsche Flieger Manfred von Richthofen. Er bringt es auf 80 Abschüsse. Von Richthofen ist einer der wenigen Piloten, die den eigenen Heldentaten kritisch gegenüberstehen. Er sagt, ein Mord bleibt immer ein Mord, auch in Kriegszeiten. Seine adlige Abstammung und die Farbe seines Flugzeugs bringen ihm den Spitznamen der Rote Baron ein. Er fliegt ein Dreidecker-Jagdflugzeug der Marke Fokker, ein besonders wendiges und schnelles Modell. Zusammen mit den Piloten seines Geschwaders entwickelt von Richthofen eine neue Taktik. Er beschreibt sie so: Mit meinem leuchtend roten Flugzeug bin ich der Lockvogel. Ich fliege sehr niedrig und meine Kameraden lauern über mir, bereit, sich auf jedes feindliche Flugzeug zu stürzen, das mich angreift. April 21, 1918. Der 26-Jährige von Richthofen ist startklar. Er lädt die beiden Maschinengewehre, die so synchronisiert sind, dass sie durch den Propeller feuern können. Er fliegt über die britischen Linien, verfolgt von einem feindlichen Piloten und geht zu tief runter. Ein australischer MG-Schütze holt ihn vom Himmel. Herzdurchschuss. Auch der Kanadier Roy Brown behauptet, das deutsche Fliegerass abgeschossen zu haben. Zum Beweis posiert er mit von Richthofens Maschinengewehren. Am 22. April wird von Richthofen von seinen Gegnern mit allen militärischen Ehren beerdigt. 6 britische Piloten tragen den Sarg zu Grabe. Neuseeländer in der Truppe zelebrieren ein Maori-Ritual, das seiner Seele den Abschied erleichtern soll. Der Tod des Roten Barons ist ein herber Schlag für das deutsche Kaiserreich, das einen großen Helden verloren hat. Außerdem kommen die Truppen nicht mehr voran. Sie bleiben regelrecht stecken. Der Nachschub kommt ins Stocken. Die Männer hungern. Statt zu kämpfen, durchforsten sie die Umgebung nach Essbaren. So auch am Chemin des Dames, einem Höhenzug, den die Deutschen im Vorjahr selbst verwüstet haben. Von Zeit zu Zeit haben sie Glück und finden ein abgemagertes Schaf. Knappe Vorräte, verseuchtes Wasser. Verscharrte Leichen, die von Granateinschlägen immer wieder nach oben befördert werden. Eine Ungezieferplage, dazu enorme Truppenbewegungen. All das schafft die Voraussetzungen für die schlimmste Pandemie seit der Pest im 14. Jahrhundert. Die spanische Grippe hat ihren Namen daher, dass die weitgehend unzensierte spanische Presse zuerst darüber berichtet.
Sie wütet in Nordamerika, Afrika, Asien und ganz Europa und fordert an die 30 Millionen Opfer. Auch an der Front schlägt die spanische Grippe zu. Sie setzt 200.000 britische, 400.000 französische und 500.000 deutsche Soldaten außer Gefecht. Ludendorff gehen allmählich die Männer aus. Er beordert kranke und genesende Soldaten aus den Lazaretten zurück an die Front. Nach den anfänglichen Erfolgen verleiht Wilhelm II. Eiserne Kreuze an seine Soldaten. Aber er ist sichtlich besorgt. Der deutsche Vormarsch ist immer noch nicht entscheidend vorangekommen. Und das Kräfteverhältnis hat sich zugunsten der Alliierten verbessert. US-Verbände dürfen nun doch übergangsweise an der Seite der Briten und Franzosen kämpfen. Nahe Saint-Mihiel an der Maas, einem eigentlich ruhigen Sektor, geraten amerikanische Einheiten in ihre ersten Gefechte an der Front. Es ist der 20. April 1918. Bei einem Überraschungsangriff der Deutschen sterben 160 amerikanische Soldaten. Zählt man die Verwundeten dazu, belaufen sich die Verluste auf 650 Mann. General Pershing ist außer sich. Eine Woche später befiehlt er einer US-Division den Angriff auf deutsche Stellungen bei Cantigny. Bei der ersten amerikanischen Offensive tut sich der Artillerieoffizier und spätere US-Präsident Harry Truman hervor. Nach heftigen Kämpfen nimmt das 28. US-Infanterieregiment das Dorf Cantigny ein. In den folgenden Tagen wehren die Dow Boys, zu Deutsch Teigjungs, noch 6 Gegenangriffe ab. Die Amerikaner haben bewiesen, dass sie in dieser Hölle erfolgreich kämpfen können. General Pershing ist stolz auf seine Soldaten. Einen Monat später, Ende Juni 1918, bewähren sich die Marines erneut, als sie französische Truppen im Bois Belleau nahe Reims unterstützen und den deutschen Vormarsch stoppen. Mit hohen Verlusten. 8.000 Verwundete und über 1.800 Tote. Marineminister Josephus Daniels ist Augenzeuge der Schlacht. Der Traditionalist schreibt an Präsident Wilson: Die Marines hielten sich an die amerikanische Taktik. In aufeinanderfolgenden Wellen schritten sie über die Leichen ihrer gefallenen Kameraden hinweg und griffen an, bis auch sie in Stücke gerissen wurden. In der gesamten Geschichte des Marine Corps gab es keine solche Schlacht. Sie kämpften Tag und Nacht, ohne Schlaf und oft ohne Wasser, tagelang ohne warmes Essen und verloren 3/4 ihrer Kompanien. 15. Juli 1918. Die deutschen Truppen erhalten Befehl, weiter vorzurücken. General Ludendorff nennt die Offensive den Friedenssturm. Glaubt noch jemand an den Erfolg? Den deutschen Einheiten stehen immer mehr Amerikaner gegenüber. Ausgeruhte Soldaten, denen noch keine 4 Kriegsjahre in den Knochen stecken und die inzwischen gut ausgerüstet sind. General Ludendorff weiß, dass seine Truppen nun zahlenmäßig unterlegen sind. Jetzt heißt es alles oder nichts. Er schickt 40 Divisionen, ein letztes Aufgebot von rund 600.000 Mann, Richtung Reims. Westlich der Stadt schaffen sie den Durchbruch und erkämpfen einen Brückenkopf über den Fluss Marne. Die zweite Schlacht an der Marne beginnt. Die deutschen Truppen überqueren dieselben Weizenfelder wie im August 1914. Plötzlich stehen ihnen französische Truppen gegenüber. In seinem Roman »Die große Herde« schreibt der Soldat Jean Giono: Sie hatten zugesehen, wie die Männer ausgerückt waren. Es war eine stickige Sommernacht, der Geruch von Getreide und Pferdeschweiß hing in der Luft. Dieser Krieg sollte der schlimmste aller Zeiten werden, der letzte überhaupt.
Es war der Krieg, der den Krieg auslöschen würde. Aber er löschte nur Menschen aus. Sinnlos. Alle Kriege sind sinnlos. Marschall Fochs Gegenoffensive beginnt. Auf Seiten der Alliierten sind 1 Million Soldaten und 550 Panzer im Einsatz. Darunter die britischen Mark IV Panzer und die französischen Renault FT-17, die auch von den Amerikanern eingesetzt werden. Lieutenant Colonel George Patton leitet die Ausbildung der US-Panzereinheiten. Sein Ziel? Die neue Waffe bestmöglich im Zusammenspiel mit der Infanterie einzusetzen, am besten mit Unterstützung von oben. Das neue Konzept, Bodentruppen mit Panzern und Kampfflugzeugen strategisch zu koordinieren, wird im Zweiten Weltkrieg zur Tagesordnung gehören. Die erbitterten Kämpfe kosten die Alliierten 134.000 Soldaten. Unter den vielen Toten und Schwerverletzten sind 12.000 Amerikaner, 10.000 Italiener, 17.000 Briten und 95.000 Franzosen. Aber ihr Einsatz stoppt die Angreifer. Am 6. August 1918 beenden die Alliierten ihre Gegenoffensive. Das Deutsche Kaiserreich verliert 168.000 Mann. 40.000 werden gefangen genommen. Ludendorff spricht vom schwarzen Tag des deutschen Heeres. Nach den gewonnenen Schlachten im Sommer 1918 übernehmen die Alliierten die Initiative und drängen die Mittelmächte an verschiedenen Kriegsschauplätzen zurück. Die großen Reiche geraten ins Wanken. Österreich-Ungarn stellt sich auf einen Angriff aus Südosten ein. Französische, britische, italienische, serbische und griechische Truppen wollen von Thessaloniki aus den Balkan zurückerobern. Auch das Osmanische Reich ist bedroht. Britische Truppen rücken auf Damaskus vor. Unterstützt von arabischen Stammestruppen erobern die Briten Palästina, das bis dahin zum Osmanischen Reich gehörte. Am 30. September 1918 marschieren arabische Truppen in Damaskus ein. Ihr Anführer ist Faisal I., Sohn des Scherifen von Mekka. Faisal ist 33 Jahre alt. Den Sieg verdankt er seiner Unerschrockenheit und seinem Berater Thomas Edward Lawrence, einem britischen Geheimagenten. Lawrence soll eine arabische Revolte gegen die Osmanen schüren und stellt dafür Geld und Waffen bereit. Er ist 30 Jahre alt, spricht Arabisch und kleidet sich wie ein Beduine, um unauffällig zu bleiben. Später schreibt er, die britische Uniform war gänzlich ungeeignet zum Kamelreiten oder um auf dem Boden zu sitzen. Die Kleidung der Araber war bequemer und praktischer. Er liebt die Wüste über alles und steigt zum Guerillaführer auf. In seinem Buch Die 7 Säulen der Weisheit schreibt er, der Araber respektierte Kraft ein wenig, Geschick etwas mehr. Und darüber verfügte er oft in beneidenswertem Maße. Aber vor allem respektierte er Äußerungen von unverblümter Offenheit. Die Briten erweisen sich als weniger aufrichtig. Das Osmanische Reich, das sie Faisal versprochen haben, teilen sie mit den Franzosen unter sich auf. Syrien und der Libanon gehen an Frankreich und die Briten gründen einen neuen Staat, den Irak. Um Faisal zu beschwichtigen, machen sie ihn zum König des ölreichen Landes. Trotzdem kann Faisal dem Mann, der als Lawrence von Arabien in die Geschichte eingeht, den Wortbruch nicht verzeihen.
Der Brite hatte ihm ein sehr viel größeres Territorium versprochen, das ungefähr dem Reich entsprach, das Faisals Vorfahren im 8. Jahrhundert im Namen des Islam erobert hatten. Die Araber sind außerdem zutiefst verärgert, weil die britische Regierung bei der Eroberung Jerusalems nicht nur ihnen, sondern auch der jüdischen Bevölkerung Palästinas Versprechungen gemacht hat. Noch ist der Erste Weltkrieg nicht vorbei. Frankreich, Oktober 1918. Der Osten und Norden des Landes sind komplett verwüstet. Generalmarschall Fochs Gegenoffensive rückt unerbittlich vor entlang der gesamten Westfront. Die Amerikaner greifen in den Argonnen an, die Franzosen entlang der Maas, in der Champagne und der Picardie. Die britischen Truppen rücken mit der australischen Kavallerie Richtung Cambrai vor. Die Belgier und Kanadier marschieren auf Mons zu. Viele deutsche Soldaten ergeben sich, als die Front nicht mehr zu halten ist. Immer noch behaupten ihre Befehlshaber, eine Niederlage sei ausgeschlossen. Aber die Soldaten sind viel zu jung für die Schlacht oder viel zu alt. Die meisten sind einfach erleichtert. Jetzt werden keine Propagandaaufnahmen mehr gemacht. Die Kamerateams fahren zurück nach Deutschland, wo sich eine Revolution anbahnt. Erst meutern in Kiel die Matrosen, dann erfassen die Unruhen das ganze Land. Ludendorffs Einfluss schwindet rasch. Er spricht sich intern für einen Waffenstillstand aus, macht dann aber öffentlich eine Kehrtwende. Am 25. Oktober 1918 erklärt Ludendorff: Für uns als Soldaten ist Kapitulation inakzeptabel. Wir müssen den Widerstand mit aller Kraft fortsetzen. Damit setzt Ludendorff die später von Hitler propagierte Dolchstoßlegende in die Welt, wonach das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben sei. Die Niederlage sei Sozialdemokraten und vaterlandslosen Zivilisten zu verdanken, die der Armee in den Rücken gefallen sind. Am 26. Oktober entlässt Reichskanzler Max von Baden General Ludendorff aus dem Amt. Er flieht nach Schweden. Drei Tage später, am 29. Oktober 1918, besucht Wilhelm II. Das große Hauptquartier im belgischen Spa. Er will sicherstellen, dass die Offiziere noch hinter ihm stehen. Aber die neue Regierung in Berlin verlangt seine Abdankung. Niemand, schon gar nicht US-Präsident Wilson, will mit dem Mann verhandeln, der als einer der Hauptinitiatoren des Krieges gilt. Am 9. November 1918 dankt Kaiser Wilhelm ab und geht ins niederländische Exil. Die Zeit der meisten großen Monarchien ist vorbei.
In Österreich wird die goldene kaiserliche Kutsche verkauft. Die Wiener haben genug von ihrer schönen Kaiserin Zita. Sie brauchen jetzt keinen Prunk, sondern etwas zu essen. Auch die österreich-ungarische Armee ist endgültig besiegt. Bei der Schlacht von Vittorio Veneto unterliegt sie den italienischen Truppen. Das riesige K&K-Imperium geht unter. Genau wie sein wichtigstes Schlachtschiff, die SMS St. Istvan, die von zwei italienischen Torpedos versenkt wird. Der österreichische Kaiser Karl I. geht mit seiner Gattin Zita ins Exil in die Schweiz. 11. November 1918. Marschall Fochs Sonderzug fährt nördlich von Paris in den Bahnhof von Compiègne ein. In diesem Waggon, unbeobachtet von den Kameras, unterzeichnen die Vertreter der deutschen Übergangsregierung das Waffenstillstandsabkommen. Deutschland akzeptiert die Niederlage und beendet sämtliche Kampfhandlungen. Um 11 Uhr tritt der Waffenstillstand in Kraft. Zur 11. Stunde des 11. Tages des 11. Monats. Der Krieg hat 4 Jahre gedauert. 65 Millionen Mann wurden mobilisiert. Über 10 Millionen Soldaten sind gefallen. 7.000 Portugiesen, 13.000 Belgier, 90.000 Bulgaren, 120.000 Amerikaner, 130.000 Serben, 200.000 Rumänen, 350.000 Osmanen, 450.000 Italiener, 800.000 Briten und rund 300.000 Soldaten aus dem British Empire, 1,2 Millionen Soldaten Österreich-Ungarns, 1,4 Millionen Soldaten aus Frankreich und seinen Kolonien, 1,7 Millionen Deutsche und 1,8 Millionen Russen. 23 Millionen Soldaten wurden verwundet, 7 Millionen gelten als vermisst. Dazu sind 7 Millionen Zivilisten ums Leben gekommen. Viele Familien beklagen Gefallene, Verwundete oder Opfer von Giftgasangriffen. Außerdem gibt es unzählige Waisenkinder. Trotzdem jubelt die ganze Welt, als der große Krieg endlich vorbei ist. Sie feiert das Ende des bisher größten Massensterbens der Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg wird dieser traurige Rekord allerdings noch gebrochen werden, mit 4-mal so viel Toten. Überall werden Denkmäler errichtet. Zumeist verklären sie Soldaten zu opferbereiten Helden, die begeistert für Ruhm und Vaterland kämpften. Das unfassbare Leid, das Millionen von Menschen durch den Ersten Weltkrieg erlitten haben, erzählen sie nicht. Am 13. Dezember 1918 erwarten Premierminister Georges Clemenceau und sein gesamtes Kabinett in Paris die Ankunft eines außergewöhnlichen Gastes, US-Präsident Woodrow Wilson. Zum ersten Mal in der Geschichte besucht ein amerikanischer Präsident Europa. Die Lage macht es erforderlich. Das Waffenstillstandsabkommen ist unterzeichnet. Nun muss der Frieden umgesetzt werden. Noch sind viele Fragen offen und heftig umkämpft.
Auch die USA sitzen am Verhandlungstisch. Als erstes besucht Wilson seine Truppen. Er sagt zu Pershing, ich bin nicht sicher, ob alle Verbündeten erfreut sind, mich zu sehen. Wilson weiß, dass die USA durch ihren Kriegseintritt auf der weltpolitischen Bühne massiv an Macht dazugewonnen haben. Er tritt für das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein. Damit ebnet er vielen Ländern den Weg zu nationaler Unabhängigkeit und neuen Grenzen. Als nächstes reist Wilson nach Reims in die Champagne. Er will sich ein Bild von der Zerstörung der berühmten Kathedrale machen, in der jahrhundertelang die französischen Könige gekrönt worden waren. Nachdem er das Ausmaß der Schäden gesehen hat, sagt er, die ganze Welt leidet unter dem Anblick der ehemals schönen Städte und Felder Frankreichs, die von der Katastrophe verwüstet wurden. 3 Millionen Hektar Land wurden unbrauchbar gemacht. Durch chemische Waffen, Millionen von Patronenhülsen und ungezählte Leichen, die immer noch geborgen werden müssen. Die Flüchtlinge wollen nur noch nach Hause. Aber ihre Häuser gibt es oft nicht mehr. Hunderte von Dörfern wurden zerstört, viele davon komplett vernichtet. Nie wieder, fordern pazifistische Gruppen. Amerikaner, Franzosen und Briten beschließen, eine internationale Organisation zu gründen, die in Zukunft Kriege verhindern soll. Das Ergebnis ist der Völkerbund. Am 28. Juni 1919, auf den Tag genau 5 Jahre nach dem Attentat von Sarajevo, kommen in Versailles Delegierte aller Nationen zusammen, die gegen Deutschland gekämpft haben. Nach zähen Verhandlungen soll hier der Friedensvertrag unterzeichnet werden. Und zwar an einem symbolischen Ort. Jenem berühmten Spiegelsaal, in dem 1871 Wilhelm I. nach dem Sieg über Frankreich zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. Mit dem Friedensvertrag von Versailles verpflichten die Siegermächte das Deutsche Reich zur Abtretung seiner Kolonien und zur Zahlung hoher Reparationen. Außerdem soll es die alleinige Kriegsschuld anerkennen. Die Deutschen unterschreiben nur unter Protest. Hitler wird später vom Versailler Diktat sprechen. Der Vertrag hat viele Kritiker. Der namhafte britische Ökonom John Maynard Keynes schreibt: Wenn wir der Ansicht sind, dass Deutschland arm gehalten werden muss und seine Kinder hungern sollen, wage ich vorherzusagen, dass die Rache nicht lange auf sich warten lassen wird. Frankreichs Ministerpräsident Clemenceau will vor allem das Elsass-Lothringen mit seinen Kohlevorkommen im Saartal zurück an Frankreich geht. Österreich-Ungarn verschwindet fast komplett von der Landkarte. Einige Teile gehen an Italien, andere werden zwischen 1919 und 1922 eigene Staaten. Deutschland wird vom polnischen Korridor zerteilt, Polen soll einen Zugang zum Meer erhalten. Russland gehört nicht zu den Unterzeichnern des Versailler Vertrags. Dort tobt noch ein blutiger Bürgerkrieg, der 1922 zur Gründung der Sowjetunion führen wird. Wilson reist zurück in seine Heimat. Auch hier gibt es viele kritische Stimmen. Philander Knox, Senator aus Pennsylvania, erklärt: Mr. President, nach reiflicher Überlegung bin ich überzeugt, dass dieser Vertrag keinen Frieden, sondern Krieg bringen wird. Einen noch elenderen, noch verheerenderen Krieg als den, der gerade zu Ende gegangen ist.
Als einziges der großen Weltreiche bleibt das Vereinigte Königreich bestehen. König George V., sein Premierminister Lloyd George und Marschall Foch lassen sich als Sieger feiern. Aber sie sind sich nicht einig. Die Briten wollen vor allem einen weiteren Krieg verhindern. In den Augen der Franzosen hingegen soll Deutschland hart bestraft werden. In der Uniform seines Vaters spielt Pierre Ferrari Soldat. Er weigert sich, seinem Bruder, der einen deutschen Soldaten mimt, die Hand zu geben. Und in Deutschland wächst eine neue, gedemütigte Generation heran, die von Rache träumt.